Also, guten Morgen. Wir sind ja jetzt noch in Perutaz, im Stadtteil von Bajena Bašta. Sind ja gestern da hochgefahren. Das ist übrigens unser Domizil von außen nochmal gesehen. Genau, da oben ist Mirovac. Und ich habe gestern, waren wir da oben im Restaurant, wir haben hier nirgends Internet, deswegen kann ich ja keine gescheiten Routen aussuchen. Und habe jetzt oben dann nochmal eine Route gefunden, dass wir eben nicht über diesen Berg fahren müssen. Weil es dann von da oben sind bis nach Sarajevo 3000 Höhenmeter, 3300. Und von hier unten aber auch. Und jetzt fahren wir so lang an dem Berg vorbei und fahren aber über den Staudamm, was Maria bestimmt nachher auch filmen wird, was bestimmt geil aussieht. Und auf dem Staudamm müsste dann theoretisch schon die bosnische Grenze sein. Also wir sind jetzt quasi noch 10 Minuten in Serbien und dann verlassen wir Serbien endlich nach 12 Tagen, glaube ich. So, wir fahren jetzt über den Damm. Und da ist dann die Grenze nach Bosnien. Ich bin gespannt, ob die direkt auf dem Damm ist oder dahinter. I don't know. Oder hier. Oder man kommt nicht rüber. Das ist natürlich bescheiden. Ist er doch oben rumfahren oder was? Ist das eine Tür? Fuck. Oh. Hallo? Gibt's hier eine Klingel? Ja. Hä? Scheiße. Und wir wieder ohne Internet. Keine Ahnung, wo wir lang fahren müssen. Ja, bei Jena Basta war noch eine Überquerung. Das weiß ich ziemlich sicher, das habe ich gesehen. Zurückfahren. Was machen wir denn jetzt? Zurück in die Unterkunft. Ausschlafen. Also ich gehe einfach nach Bajena Bašta zurück. Niemand da. Ach Mann, ich wäre erstens so gern über den Damm gefahren und zweitens will ich keinen Umweg fahren. Also es hat noch ein bisschen gehickert, weil wir jetzt noch wussten, wie wir fahren sollen. Der Damm war ja gesperrt, wie ihr ja gesehen habt. Wir haben einen Mann gefragt, der hat uns gesagt, wir sollen wie lang fahren. Über Wiesegard, das sei nicht so hügelig, aber das sind doch 800 Höhenmeter mehr. Jetzt haben wir doch hier, in Bajena Bašta, nach Bosnien. Wir sind heute in Bosnien und fahren die Route wie geplant. Wir fahren nachher doch mal an dem Deich vorbei, den könnt ihr dann noch mal. Aber von der anderen Seite direkt. Das heißt, wir fahren jetzt gleich über die Grenze. Cool! Hallo. Thank you. Deutschland. Ja. Yeah. Thank you. Thank you. So, Okay. Tada! Wir sind auf der anderen Seite des Staudammes.
sehr schön hier. Hat auch nur hat dann 2 Stunden gedauert. Ungefähr und 30 Kilometer. Maria hat richtig gute Laune. Aber wir sind jetzt in Bosnien. Achso, und noch so geht die Straße weiter. Also so wäre gerade, so geht die Straße. Also es geht bergauf, kann nur besser werden. Oh, ey, so ein scheiß Aufstieg. Ich dachte, schlimmer als gestern kann es heute nicht werden. Ich dachte, okay. Jetzt haben wir mal so ein bisschen gespürt, wie sich das morgen anfühlen könnte. Klar, Gepäck noch dazu. Aber hier, ohne befestigten Boden, natürlich doppelt scheiße. Wenn du hier aufstehst zum Treten, dreht dir das Hinterrad durch. Und du kommst trotzdem nicht voran. Aber ich glaube, nach dieser Kurve geht's wieder. Ich hoffe, das ist jetzt nicht immer so, die nächsten Tage, wenn wir die Höhenmeter machen. Weiß doch, brauchen wir, glaube ich, 5 Tage bis nach Sarajevo. Schon geil. Da hinten sieht man die Straße, die wir gestern hochgefahren sind, hier oben auch noch ein bisschen. Und hier oben an der Spitze, da wo es so felsig ist, da sind wir hingewandert. Richtig schön, das jetzt nochmal von der anderen Seite zu sehen. Auch dieser See hier hat schönes, klares Wasser. Wunderbärchen. Es ist super anstrengend, aber auch echt bombastisch schön hier. Also schnell runterfahren ist auch nicht. Aber dafür können wir hier einen Ausblick in der Landschaft genießen. Das ist einfach genial. Die Drina da unten ist wunderschön. Die Berge einfach herrlich. Verkackt habe ich. Seht ihr das? Bin gerade im scheiß Schlagloch da unten. Schön mit Schwung, weil ich dachte, ey, hier geht's wieder bergauf. Ja, jetzt habe ich den Salat. Habe ich mich selber ausgebremst, weil ich gucken wollte, ob auch noch alles da ist. Aber alles da, nur eben die Taschen sind aus ihren Halterungen raus. Naja. Jetzt laufe ich halt hoch. Wir sind am Tiefpunkt. Jetzt kannst du noch bergauf gehen. Juhu! Schau dir das an, wie steil das ist. Verrückt! Oh mein Gott. Wir kommen echt super langsam voran. Es geht nur steil bergauf. Super anstrengend. Ich fahre eigentlich nur im kleinsten Gang, weil es ist anders nicht möglich. Was zwischendrin mal, wenn es gut läuft, 10 Meter gerade Strecke und dann geht es wieder super steil bergauf. Also im Vergleich zu gestern deutlich schlimmer.
Also von der Steigung her ist es einfach krasser. Und hier war jetzt eigentlich gerade schön geteert. Und jetzt geht es wieder mit dem Schotter weiter. Ich hoffe mal nicht allzu lange. Aber wir haben bestimmt noch, keine Ahnung, 700 Höhenmeter vor uns. Juhu! Also jetzt ist gerade nur noch Schieben angesagt. Auf dem Geröll rutscht man einfach nur weg. Und die Steile kann man einfach nicht fahren. Aber ich sehe gerade, es wird flacher. Trotzdem fix sind alle. Am liebsten würde ich jetzt direkt hier das Zelt aufschlagen. Aber ich habe auch keinen Bock, morgen die Scheiße weiterzumachen. Also lieber heute ein bisschen mehr und dafür morgen nicht so viel. Obwohl hier ein schönes Plätzchen wäre. Hallo, hallo. Also, wir sind jetzt auf diesem Berg, den ich eigentlich für heute Vormittag oder heute Mittag eingeplant hatte. Dass er so scheiße wird, hätte ich auch nicht gedacht. Wie gefällt es dir? Richtig geil. Am liebsten würde ich hier Übernachtungsspot einbauen. Ja. Hier morgen früh aufwachen. Das ist schon geil, ja. Allerdings, wenn es neblig ist, sitzt du auch nur in der Suppe. Und kalt. Ja, kalt wird es sowieso. Also wir sind jetzt auf 750 Höhenmeter. Bei 850 Höhenmeter wird es entspannter, da wird es dann gelb. Und dann sind es noch mal 150 bis oben, denke ich. Also, hier soll jetzt ein Dorf kommen. Ich bin gespannt. Ganz oben sind wir noch nicht, aber ziemlich. Das sind wirklich die letzten Zuckungen, Maria. Ich bin mal gespannt, was das hier ist für ein Dorf. Ich sehe schon mal eine orthodoxe, sowas wie eine orthodoxe Kirche. Wahrscheinlich ist es der Ort. Und eine geteerte Straße, Maria. Und eine geteerte Straße. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt heute 1041 Höhenmeter. Also ich denke mal, jetzt sind wir 860. Ja, 100 werden wir bestimmt noch machen. Dann haben wir 1200. Dann haben wir gut ein Drittel von den drei Tagen, wie es geplant war. Verlassene Häuser. Ich kotze. Ich dachte, hier ist ein Lidl. Die letzten Höhenmeter bis zur Bergspitze. Schon echt spät. Ich hoffe, wir schaffen das heute noch. Brauchen wir nämlich irgendwo noch einen Pennplatz. Den haben wir auch noch nicht. Hey Leute, schaut euch das an. Das ist jetzt echt nicht viel, aber es geht bergab. Ich weiß nicht, seit 4 oder 5 Stunden oder so. Keine Ahnung. Ging es nur bergauf. Soll noch mal ein kurzer Anstieg kommen, ein kleiner, laut Navi, und dann nur noch bergab. Nicht steil, aber schön gemächlich. Wir sind jetzt tatsächlich hier auf der Spitze des Berges.
Oh mein Gott. Ich bin erleichtert. So. Ab jetzt geht's nur noch bergab. Was nicht unbedingt heißt, dass es weniger anstrengend ist. Naja, weniger schon, aber nicht gar nicht. Man muss aufpassen. Lauter Löcher oder Riesensteine. Ich bin eine geteerte Straße. Wir müssen jetzt gucken, dass wir auch langsam mal einen Pennplatz kriegen. Aber hier direkt im Wald, weiß ich nicht. Fühle ich mich nicht so wohl, weil es soll hier halt auch Bären geben. Ich habe keine Lust jetzt heute Nacht noch auf einen Bärenbesuch. Ja, da hinten rennen uns die Hunde hinterher und hier stehen die Kühe. Scheiße, ey. Aber geil, dieses eine Auto da einfach. Okay, die rennt weg. Gott sei Dank. Nummer 1 geschafft. Hinter jeder Ecke steht noch eine. Oh, 2. Hey, Toffer, die können auch echt gefährlich sein, gell? Die können auch echt gefährlich sein. Ja, wenn die Kinder haben oder so. Entschuldigung, wir wollen hier nur kurz vorbei. Ja. Und wir sind auf einer geteerten Straße, die natürlich auch Löcher hat. Ey, es ist einfach eine fucking offizielle, gescheite, normale Straße. Müsste man fast seine Handschuhe rausholen. Ha? Oh, ein Ort wäre nett. Mit Restaurant. Oder? Okay, was machen wir? Also diese Orte bringen uns, glaube ich, nicht weiter. Ja. Sollten echt einen Schlafplatz finden. Das Ding ist, hier muss man echt ein bisschen aufpassen in Bosnien. Weil es hier noch Minen gibt. Wie wär's da? Komm, da fahren wir mal rein, oder? Oder meinst du, da wohnt jemand? Irgendwie finde ich es gruselig, muss ich sagen. Ja, doch, dahinter. Weiß nicht. Ich will nicht hier bleiben.
Wir fahren bis in den nächsten Ort. Dort treffen wir auf Mujo, der uns sich zum Schlafen einlädt. Es gibt was zu essen, von ihm und seinen Nachbarn und auch reichlich zu trinken. Es ist eine sehr nette Bekanntschaft. Tür. Ja, okay. Katze. Die Ziege. Die Ach, Ziege. Ziege. Yes. Ja, die. Ja. Also, das ist Mujo. Und er zeigt uns jetzt seine Ziege. Die haben wir gestern schon gesehen. Haben heute Nacht hier übernachtet in dem kleinen Zimmerchen. Ich durfte auf dem Bett schlafen. Toffer hat eine kleine Matratze bekommen. Kommt seine Ziege. Und er hat uns gestern Essen gekocht. Und hui! Hey. Oh. Papa. Träubchen zum Frühstück. lecker. Heißt sie? Name? Jacki. Okay, ciao. Thank you. Ciao. Ciao. Thank you. Jacki. Ciao. 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 Also Bosnien ist schon so, was so Plätze betrifft, high end, weil hier gibt es alle 5 Kilometer Wasser, sowas zum Sitze und sogar Mülleimer. In Serbien habe ich nie Mülleimer gesehen. Verrückt. Wasser gibt es sogar öfters. Da hinten war Ja. erst wieder eine Wasserstelle. Also gefühlt eigentlich. Nach jedem Kilometer, oder? Nach jedem Kilometer. Also Wasserprobleme haben wir hier keine. Obwohl wir extra für hier, weil wir halt hier so viel in den Bergen unterwegs sind und wir dachten, wir brauchen hier auf jeden Fall viel Wasser und die Infrastruktur wird hier bestimmt nicht so gut sein, haben wir uns extra nochmal 2 Plastikflaschen gekauft, die wir mitgenommen haben. Aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Echt besser als in Serbien mit den Wasserstellen. Guten Morgen. Wir haben jetzt schon die ersten 20 Kilometer hinter uns, waren gerade in Melice.
einkaufen, dass sie heute nicht sterben, wenn wir offen da sind, sondern da entspannt Mittagessen können. Die ersten 200 Höhenmeter haben wir schon, gesagt 400 Höhenmeter, bis 1000 müssen wir wieder ungefähr. Aber ich glaube, heute wird es entspannter. Ich muss den Fahrrad wechseln. Genau, wir sind gut gestärkt in den Tag gestartet, nachdem wir mit Schokolade und Waffeln verwöhnt wurden von Mujo. Genau, und ich glaube, es scheint ein schöner Tag zu werden heute. Alles super, oder? Ja. Wir sind schon wieder fleißig am Schieben. Wunderbar, jo. Aber der Boden ist ein bisschen fester als gestern. Das heißt, man rutscht auch nicht mit jedem Schritt weg. Und es soll tatsächlich nicht so viel sein wie gestern. Also irgendwie nur 300 Höhenmeter. Und dann wieder nicht ganz so starke Steigung. Dann können wir vielleicht wieder ein bisschen fahren. So. Ich weiß noch, vor 5 Wochen und 2 Tagen saß ich mit meinen Eltern, oder wir saßen mit meinen Eltern am Tisch, haben noch den letzten Abend gemeinsam genossen. Hat mich mein Papa gefragt, was ich mir denn von dieser Reise erhoffe oder was ich erwarte. Und dann habe ich gesagt, dass ich an meine Grenzen komme, meine Grenzen überwinde und daran wachse. Und ich muss sagen, ich bin soweit. Die letzten Tage waren echt anstrengend. Ich habe einen Muskelkater von den letzten 2 Tagen. Die 1000 Höhenmeter mit dem Fahrrad hoch, die Wanderung gestern nochmal 1000 Höhenmeter. Oh. Und heute wieder, ich weiß nicht, ob es 1000 sind, aber 800 auf jeden Fall. Ist einfach super anstrengend. Man mag es kaum glauben, aber wir fahren sogar bergab. Gerade noch einen Pilz gefunden. Gestern auch schon Parasolpilz ist das. Den haben wir jetzt auch noch mitgenommen. Braten uns den hier schön an. Allerdings ist der fast ein bisschen zu groß für die kleine Pfanne. Vielleicht noch durchschneiden soll. Es gibt unser Mittagessen. Immer dann, wenn man denkt, es kann nicht schlimmer kommen. Kommt schlimmer? Also denkt am besten nicht. Ist ja alles so matschig. Jetzt kein Geröll mehr, auf dem ich wegrutsche, sondern nur noch Matsch, in dem ich versinke, kleben bleibe, nicht vorankomme. So sieht das Fahrrad aus. Jetzt wäre ich durch ein Fass Gülle durchgefahren. Kleben. Ich habe meine Schuhe ja nicht so fest gebunden, weil die mir so eng sind. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht einen Schritt mache und auf einmal mit meinen Socken im Matsch stehe. Ich weiß nicht, wie der Typ da vorne immer so gute Laune haben kann. Trotz so einem Scheiß. Der Typ hat ja auch die Route geplant. Wir hätten ja auch außenrum auf einer beherzten Straße fahren können. Aber stattdessen fahren wir hier im Matsch. Ja, ich genieße die Aussicht gerade überhaupt nicht. Das ist bestimmt alles nur Wald.
Wald und man sieht nur Bäume, die ich unten auch sehen kann. Achso, ja, wir sind jetzt oben wieder auf über 1000 Meter. Maria ist an ihre Grenzen gekommen. Da auch wieder ein Scheißweg. Aber jetzt geht es nur noch gerade erst mal eine Weile und dann runter. Wir sind so in 25 Kilometer durch unser Ziel erreicht. Und wir haben endlich wieder Teerstraße. Uhu, hoffentlich bleibt so. Und jetzt die Nachrichten um 8 Uhr. Geil, ja. Ist geil, aber schon echt fresh, ne? Hat gefilmt ein bisschen. Ja. Ist richtig geil. Richtig schön. Du machst doch Spaß, den Starttag zu starten. In den Start zu tagen, ja. Hopp. 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 Aki. Hey, hopp. 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 Oh, la, 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 la. Oh, ich kann gerade sehen, wie hier so ein Gestein gerufen wurde. Das brutzelt hier jetzt schon schön. Was ist denn das? Ja. Nee. Was ist durch? Ja, tatsächlich fahren wir auch manchmal den Berg rauf. Man mag es kaum glauben. Kaum glauben.